Leute, schönen guten Morgen. Ich habe gerade wieder hier im Hof bei uns den R39 geladen. Ich sehe gerade, der Akku ist schon wieder leer gleich, den ich gestern hier abgeladen habe. Den fahre ich heute Morgen nach Bickenbach. Bickenbach bei Darmstadt. Mitten rein in den Ort. So. Ich hoffe, man kann das lesen. Ich hoffe nur, dass ich hier nicht direkt nach der Kurve stehen bleiben muss. Rechtskurve. Jetzt müsste es da auf der linken Seite. Auf der linken Seite hier ist es. So, gucken, wie ich hier reinfahre. Aber ich fahre mal darüber. Fest zu sein. Das ist meine Chance hier. Gucken, dass ich hier reinkomme. Und der fährt einfach raus da hinten dran. Dass ich von der Straße komme.
jetzt leer. Jetzt fahre ich rüber nach Bodenheim. Ich kann überlegen, wie ich am blödsten fahre, ob ich über Worms ohne fahre oder ob ich über Mainz oben rüber fahre. Ich glaube, Mainz macht Sinn, glaube ich.
der läuft dann. Ne? Hier vor mir ist die Straße wegen Kanalarbeiten gerade aufgerissen und ich kann hier nicht durchfahren. Mit der Aussage, ihr habt doch was am Kopf, meine ich nicht die Jungs, die hier arbeiten, die hier den Kanalanschluss machen, sondern ich meine unsere Jungs, die unbedingt eine Walze brauchen. Die Walze muss hierher, die Walze muss hierher. Aber niemand ist fähig zu sagen, dass die Straße hier aufgerissen ist, dass ich nicht hochfahren kann. Ich stehe jetzt wieder hier mit meinem Schoß und muss jetzt gucken, wie ich den Kram wieder geregelt bekomme. Das hat mich halt geärgert. So, leer. Vorne durch die Hecken, durch die Bäume kann man wahrscheinlich oder vielleicht kann man die Walze erkennen. Die steht hier in der Kurve. So, ja. Gucken, da hinten war ein recht breiter Querschlag, eine Einfahrt. Ich guck einfach mal, ob ich da drehen kann, ansonsten fahr ich halt runter, was soll der Geiz. Ja. So. Stein weg, was sagt denn mein Akku? Oh, der Akku zeigt gelb an. Ah, ich bin ja noch auf Privatstraßen. Hm.
definitiv Spuren am Lack hinterlassen. Gefressen hier. Einfach mir so einfach zu sagen, zu, du kommst nicht hoch, du musst ohne abladen oder ich weiß nicht was. Ach nee, Quereinschlag komme ich nicht rein. Der geht zu steil hoch. Der redet harte auch, wenn ich rückwärts fahre. Ja. Okay. Ja, wann hat man da schon mal die Chance dann dazu, ne? Wobei, der geht doch nicht so steil hoch. Der ging ja doch nicht so steil hoch. Mal angucken, aber ich glaube nicht. Also links wäre auf alle Fälle Platz. Alle Fälle Platz. Ah, das ist der Arsch, das hängen könnte. Die Frage, ob ich auf dem Schotter hier hochkomme. Ne? Soll ich es wagen? Also vom Platz her müsste das normal gehen. Her müsste das reichen. Wie sieht das Eck hier vorne aus? Wenn ich vor lauter gucke, stehe ich halber quer auf der Gasse. Rückwärts hochschieben. Versuch. Macht klug. So steil hoch, dass ich jetzt sagen müsste, ich sitze hier auf hin. Auf alle Fälle wäre es besser, als rückwärts hier rausfahren zu müssen. Ich fahre hier schon ein bisschen durchs Grüne. Breitbewinkelung mal anmachen hier, aber das sieht doch gut aus. Ich glaube, hat schon verloren. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe gleich verloren. Aber ich kann hier rum, okay. Spät eingelenkt, ne? Ist hier zu spät eingelenkt. Schade. Hör doch auf zu drehen. Ich stehe auf der Bremse. Meine Fresse, ey. Egal wie. Egal wie. Ich muss jetzt hier hin.
das hier darf man wieder niemandem erzählen. Bin dann im Anschluss nach Sembach auf den Heuberg gefahren, habe dort wieder eine Walze geladen und die habe ich dann zurückgebracht nach Budenheim, da wo ich die Walze hier von Kietrich eben geladen hatte. Ja, die hatten am nächsten Tag dringend eine gebraucht, weil da zur Bodenverbesserung der Boden gekalkt wurde und da musste halt dringend wieder eine Walze hin. Freitagmorgen, es ist 6:30 vorbei. Ich habe hier gerade im Hof eine 300er Dose angeladen. Schweinekalt. Fahre ich jetzt nach Kaiserslautern in den Breepark. Und wenn ich da leer habe, fahre ich weiter nach Hermeskeil und hole für die Liebherr ein A29 Mobilbagger. Der hier vorne steht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen konnte. Ich hätte ja auch ein Scheibenvideo irgendwo, ne? Krass. So, oben raus ist nichts. Schmutzig, oh, egal. So, den Löffel legen wir mal dahin. Sorry. Thank you.
ran, da komme ich ran. Oder? Hoffe doch. Ich hoffe doch. Komm, dann kann man das erkennen. Okay, die ist weit genug weg. Wie gesagt, den stelle mal da oben drauf. Das war nicht geschickt. Das war nicht geschickt. So, jetzt muss ich halt dann natürlich gucken, dass ich mit der Bratze da unten über mein Tiefbett komme. Ansonsten muss ich Holz holen und muss dann ein bisschen Holz aufbauen. Dann nehme ich erst den Levelmo. Müssen wir die Level tauschen.
reicht nicht. Ich muss doch den kleinen Löffel quer nehmen. Egal, wir drehen den doch mal rum. So, der neigt ja zum Umfallen. Ausziehen müssen.
566, den lade ich jetzt. Der geht dann nach Hause in die Werkstatt, der hat die 8000 Stunden Wartung. Sehr verehrte Damen und Herren, Freitagmittag, 3:15. Ich bin gerade am Umsatteln. Ich habe den Dreiachser gerade abgehängt. Kann man da was erkennen? Ob man das kann ja gerade erkennen, ich weiß es nicht. Habe schon umgestellt auf 8 Achsen. Jetzt hänge ich noch meinen 4-Achser drauf für Montag. Ist richtig. Oh, war die Brotdose. Ruhig. Für Montag. Montag habe ich einen 946. Ich dachte, es wäre 936 oder 934. Aber einen 946. Von Liebherr Frankfurt nach Homburg, musste gucken, bei Mittlich da oben ist das. Ich bin bestimmt einen guten Tag unterwegs. Und? Oder noch zu wenig Alkohol getrunken heute hier, weil ich Loch nicht treffe. So, geht mal wieder an. Vorstellung. Auf jeden Fall mache ich jetzt Feierabend, wenn ich hier fertig bin. Mache ich noch ein bisschen Schreibkram. Dann bis Montagmorgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Schönes Wochenende wünsche ich. Ich weiß allerdings nicht, ob die Folge Mittwochs kommt. Wenn sie Mittwochs kommt, okay. Wenn sie Samstags kommt, noch besser. Ah, schauen wir mal. Vielleicht kann ich das ja drehen irgendwie. Ich hab's ja in der eigenen Hand. Ne? Okay, vielen Dank nochmal. Mach's gut, haut rein, bleibt gesund. Tschüss.